Aber in der Zukunft, und das ist gar nicht so weit weg in der Zeitachse, denke ich mal, wenn also zwei Nachbarn, der eine hat eine Windkraftanlage, eine kleine, der andere eine Solaranlage, beide haben eine Batteriespeicheranlage, können die dann nachher auch tatsächlich den Strom untereinander austauschen. Wenn einer in Urlaub geht, kann er sich seine Kapazitäten dafür zur Verfügung stellen. Oder sie bieten einfach Dritten in der gleichen Straße oder auch im gleichen Stadtteil das an als regionale grüne Energie. Und die kann halt über diese Transaktion dazu, kann halt dann über die Blockchain laufen. Muss halt nicht über einen Energieversorger und über das örtliche Netz, also über das Netz physikalisch natürlich schon, aber nicht mehr, was die Transaktion angeht, laufen.